Uttana Prishthasana ist die gestreckte Eidechse, eine Position, um die Hüftflexibilität zu kultivieren. Ausgangsposition kann der Fersensitz sein. Von hier gib die Unterarme auf den Boden und strecke das rechte Bein nach hinten aus. Beuge das linke Knie und gib den linken Fuß neben den Ellbogen auf den Boden, sodass das Fußgelenk direkt am Ellbogen ist. Halte das rechte Bein dabei gestreckt. Auf diese Weise ist die linke Hüfte stark gebeugt, was eine gute Massage ist für die tiefe Bauchorgane und sehr gut ist, um die Hüftflexibilität zu entwickeln und zu erhalten. Schaue dabei nach vorne und lächle. Uttana Prishthasana, die intensiv gedehnte Eidechse, ist auch eine Stellung, um Hoffnung zu entwickeln, nach vorne schauen, während du gleichzeitig bereit bist für intensive Dehnung.